Moin moin Leute, was geht ab? Heute ein bisschen Scheiß Wecker. Heute Morgen ein bisschen spät, aber ich mach's trotzdem. So, fangen wir direkt an mit dem neuen Skin. Ich krieg den Namen nicht ausgesprochen, keine Ahnung. Sieht nice aus, ich frag mich nur, was sie sich hier gedacht haben mit dem Gesicht. Das ergibt doch keinen Sinn. Wie soll die was sehen? Alles klar. Zurück. Dann die neue Spitzhacke. Fixierung. Ja. Sieht, ich finde, noch relativ neu aus. Das wird wahrscheinlich rumbaumeln. 500. Ich glaube, 500 hätte auch gereicht. Dann Ion-Gleiter. Immer noch drin. Vektor-Skill. Den Preis finde ich echt okay für animierten Skin. Die Tarnung. Hexagon. Oh, die sieht so geil aus, ey. Dann noch die Spitzhacke dazu. Dann kommen wir zum Quietscher. Leute, ganz ehrlich, die Hacke ist zwar geil, aber 1500 finde ich überteuert. Sieht geil aus, aber 1500 viel zu teuer für die Hacke. Saubere Groove. Ja, der Beat ist okay für 500, kann man sich gönnen. Luftgitarre. Das finde ich schade, Leute. Die hat ich damals gekauft, die kam monatelang nicht im Shop, als sie rauskam. Und dann kam die wieder rein. Ich habe das Gefühl, als wenn die alles, was ab Season 3 kommt, alles neu im Shop kommt. Dass das ja nicht selten wird. Naja, so, der Feuerläufer. Ich finde den Kopf, der ist so riesig. Ich weiß nicht, wie das in-game aussieht, habt ihr noch nie gespielt, aber der sieht so riesig aus. Aber für 1200, nicht so teuer, kann man sich gönnen. Tai Chi. Für 500 kann man sich den auf jeden Fall zulegen, wenn man das feiert. So, und dann stacheliges Streiterin. Muss man sich gönnen. Die ist einfach nur geil. Die muss man sich gewöhnt haben. 800 nicht so teuer. Sollte man im Inventar haben. So Leute, das war's. Nicht vergessen, wenn ihr kostenlos unterstützen wollt, gerne Rittercode Phenexius eintragen und auf Annehmen tippen. So, haut rein, bis später, ciao.